Hallo Jungs! Nachdem wir den letzten Tag immer recht früh aufgestanden sind, alles Mögliche gemacht haben, sind wir heute, lagen wir echt nur im Bett eigentlich die ganze Zeit. Ja, wir haben ein bisschen gechillt, auf jeden Fall. Ich muss kurz mal ein bisschen ab. Hier in Santa Monica in unserem Apartment. Dann kamen noch der Izzy und Kedos zu Besuch. Der Izzy ist da und Kedos ist auch noch da. Hallo. Und schau mal, was uns Izzy hier die ganze Zeit präsentiert hat. Was hast du dir geholt, mein Lieber? Ich hab mir das mal. Ich hab mir eine Apple Watch geholt, aber ich weiß immer, ich zeig das immer so ungern, weil die Leute immer, das sorgt immer für negativen Impact irgendwie in den Kommentaren. Ich finde das einfach mega interessant. Ich finde einfach, wenn jemand irgendwas Neues hat, muss ich es immer auschecken, immer gucken, was da geht. Alles mit dabei. Temperatur, wie oft ich mich bewegt habe und kannst der Akku. Kannst du jetzt auch mal so wie so ein Agent so eine Sprachnachricht an mich schicken? Ich kann es mal versuchen. Runterladen, hallo. Runterladen, hallo. Schönen guten Tag, ich bin so geil. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz chillig so. Ja. Es geht sich auch gut an, so, ne? Ja. Und dann ist auf einmal schon Abend. Der Patrick und ich dachten uns aber, wir schnappen uns nochmal die Fahrräder und besuchen die Jungs dort, wo die zu Hause sind, nämlich in Venice. Und deswegen sind wir jetzt hier auf unseren Beach Cruisern, die zum Apartment irgendwo dazugehört haben. Sind wir jetzt hier unterwegs. Und fahren wir 5 Kilometer auf dem Ding. Hinter uns geht die Sonne schon unter, also es wird irgendwann dunkel, es wird gefährlich. Mal schauen, ob wir das Ganze schaffen. Bist du da zuversichtlich? Natürlich, wir sind doch, oh, Alter, mit den Dingern hier, du mit deiner Elektra, ich mit meiner Macchia, ich keine Ahnung, was das ist, werden wir das auf jeden Fall schaffen. Aber es ist gefährlich. Mal schauen, Leute, ob wir das hier noch schaffen. Anscheinend das haben wir es schon geschafft. In GTA ist das alles easy. Wenn man hier auf dem Pier, da waren wir auch beim Candy Chip Dating auf der Achterbahn. So, und in GTA ist es dann von diesem Pier aus nicht mehr weit. Aber Palle, wir sind nicht in GTA, ne? Ist dir das bewusst? Wir müssen jetzt ein paar Kilometer fahren. Noch ein paar Kilometer? Ja, das kann sein. Also ich dachte, wir sind fast da. Ich hab meinen Picknickkorb doch dabei. Wo? Das Baguette wird schlecht. Ja, das ist ja nicht gut, mein Lieber. Nee, also wir wollen hier jetzt ja noch auf jeden Fall am Strand können wir jetzt die ganze Zeit hier längs fahren. Wahnsinn. Ich finde auch. Das ist aber richtig cool, wie das ganze Ding hier aussieht. Wir fahren jetzt einfach noch mal das Stückchen weiter und wir werden die anderen beiden auf jeden Fall schon jetzt irgendwie finden. Ne? Klar. Auf geht's ohne zu denken. Ja, schön, dass wir uns jetzt getroffen haben, aber wollt ihr jetzt hier chillen oder wollen wir vielleicht irgendwo anders hin noch? Okay, wir wollen eigentlich andauernd und jetzt auf hier stehen bleiben, damit wir auf deiner Größe bleiben. Wie ist eigentlich euer Happy-Status? Oder wie war nochmal? Oder was? Happy-Status? Ach so, nee, schmackotastisch. Nee, welches Wort hatte ich nochmal benutzt? Irgendwas für eine Süßigkeit. Naschi. 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 Freunde, Naschi? Hat jemand von euch Lust auf Naschis? Naschis? Ja. Naschis? Dass Naschi eine Frucht ist, das ist so eine Mischung aus Birnen. Oh Gott, das hat noch nee. Ich interessiere mich für die Früchte, erzähl mir mehr. Also, Naschi, ja. Das ist, glaube ich, so eine gekreuzte Frucht aus Japan. Und das ist ein Apfel und eine Birne zusammen. Ist so gelblich und schmeckt echt nicht schlecht. Das ist ja völlig verrückt. Darf ich dein Board mal kurz ausprobieren? Natürlich, probier das gerne aus. Das ist ja echt aus irgendwie Metall oder so, fühlt sich echt so an. Vielleicht Aluminium. Das ist krass, vielleicht Aluminium oder hey. Aber okay, also ich meine, Bikefahren hat gerade schon Spaß gemacht, aber so ein Mini-Board ist irgendwie auch ziemlich nice. Kurzer sinnloser Zwischenschnitt auf die Gefahren, dass ihr mir niemals glauben werdet, aber checkt mal Justin Bieber's Instagram vom heutigen Tag und ich weiß nicht, wer das ist, aber der Typ, der hier vorne mit mir auf dem iHawk da fährt. Der Rechte, das ist Justin Bieber. Krasses Erlebnis auf jeden Fall. War da einfach mal Justin Bieber hier. Venice Beach mit seinem iHawk und einem Kumpel unterwegs. Aber die wollen da eben auch vielleicht einfach nur mal chillen. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich dachte, so ein absoluter Weltstar wie Justin Bieber, da gibt es wahrscheinlich kaum was Krasseres. Der ist nur noch mit Bodyguards irgendwie draußen. Aber auch der chillt manchmal einfach nur. Der kann wahrscheinlich auch nur nachts halt so wie wir jetzt hier raus und dann fahren. Aber auch der hat da mal so ein bisschen so private Zeit. Und es ist auch für uns. Ey, ich vlogge gerade, ja? Ja, ich weiß. Der geht auch so mit meinem Bike unterwegs. Aber da, was soll ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ich würde sagen, dieses Erlebnis
bringt einen eben auch noch mal dazu, selbst zu reflektieren, wie das eben mit einem selbst ist, mit seinen eigenen Zuschauern, wenn die einen treffen und irgendwo sehen. Und es ist schon irgendwie nachvollziehbar, so der allererste Impuls war bei mir jetzt auch krass. Justin Bieber, hinterher. Aber dann denkt man sich so, nee, warte mal, das ist jetzt gerade echt gar nicht cool. Und das will man auch selbst ja nicht haben. Und auch der ist zwar ein absoluter Weltstar, aber auch der ist deswegen nicht, muss deswegen nicht sein komplettes Leben aufgeben und darf nicht einfach mal so mit seinem Kumpel hier längs fahren auf seinen coolen IHOC-Teil. Von daher, genauso wie wir, wenn wir vielleicht einfach mal im Longboard, so wie jetzt gerade eben, aber wenn wir es halt in Deutschland, in Köln machen, dann im Rheinpark Sonntagnachmittags. Haben wir früher gerne gemacht, können wir mittlerweile vergessen, weil wir die ganze Zeit angesprochen werden. Und es ist eben nicht cool, aber man kann es eben nachvollziehen, warum man dann angesprochen wird, weil für viele Zuschauer ist eben halt auch was total Besonderes, mal seinen absoluten Lieblings-YouTuber oder so irgendwo zu sehen. Und wenn dann das seltene Erlebnis ist, dass dann irgendwie vielleicht mal Simon Unge wieder durchfährt und man sieht ihn und denkt, krass, dann ist es schwer, sich zurückzuhalten und sich zu denken, nee, den lass ich jetzt mal fahren. Aber ja, war auf jeden Fall sehr interessant, mal Justin Bieber zu sehen und mal so von dieser ganz anderen Seite darüber nachzudenken. Jetzt haben wir aber wirklich alle richtig Hunger. Und ich habe das Board von Kedos. Und das Ding, das macht richtig Spaß. Gehen wir jetzt dort essen. Ne, ist nicht wahr. Das ist der Shit, Alter. Das betrifft einfach überall, Leute. Was war denn hier? Wo bist du denn jetzt? Hey, David. Komm her. So, da sind wir jetzt hier angekommen, Leute, am Santa Monica Pier, also fast zu Hause. Aber ich mache noch mal kurz eine Abmoderation, wenn das okay ist, Palle. Natürlich, gönn dir. denn ich wollte mit euch ja noch mal über das Thema abschließend sprechen. Thema übertriebene Fanliebe und so weiter und so fort, was sich jetzt ja spontan hier ergeben hat. Ich meine, eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen, wir saßen eigentlich nur zu Hause. Ich dachte, ich nehme mal einen Tag frei sozusagen. Und dann sind wir aber spontan hier noch hingefahren und haben einfach mal Justin Bieber getroffen, was uns ja überhaupt erst dazu gebracht hat, über dieses Thema nachzudenken und dann gerade eben beim Essen. Also vor allem mit Kedos nochmal sehr intensiv und auch mit Palle, auch mit Izzy, mit allen, ja, darüber gesprochen. Aber Kedos und ich hatten also eine sehr ähnliche Auffassung, gerade darüber, dass wir uns nicht so auf eine Art Podest von euch Zuschauern irgendwie halt heben lassen wollen. Wir sind ganz normale Leute, ganz normale Menschen, denen es einfach nur irgendwie passiert ist, dass wir halt auf einmal so viele Zuschauer haben, die unsere Videos schauen und dadurch halt so eine Art gewissen, ja, wie soll man das sagen, wir haben halt diese riesige Reichweite und viele schauen uns gerade teilweise täglich, bekommen so viel aus unserem Leben mit, auch weil wir so viel teilen, also gerade durch meine Vlogs zeige ich euch eben extrem viel, ich meine, ihr kennt mein Schlafzimmer zum Beispiel, ich finde, das ist eine sehr, sehr krasse Sache, es fühlt sich nicht so krass an, irgendwie so zu filmen, wie ich aufstehe, gerade weil es immer nur so 1-2 Sekunden sind. Aber wenn man halt drüber nachdenkt, ist das schon eine total krasse Sache. Und deswegen ist es auch bei uns was anderes als jetzt, sag ich mal, bei einem Fußballer oder so. Der hat zwar auch jede Menge Fans halt, die den richtig cool finden, aber da ist eine totale Distanz irgendwie dazwischen, während das bei uns YouTubern gefühlt zumindest für mich halt und für die Zuschauer ist man so wie der Bruder oder so zum Beispiel teilweise. Und da hat man eben diese ganz andere Bindung und das führt zu vielen Problemen. Gerade jüngere Zuschauer kennen deswegen oder verstehen diese Grenze auch nicht. Teilweise wird auch von YouTubern forciert, die dann eben den Zuschauern sagen, ich liebe euch, ihr seid alles für mich, ihr seid wie meine Familie. Und dadurch, denke ich mal, können halt auch manche Zuschauer das nicht gar nicht richtig unterscheiden. So wenn die vielleicht auch erst so im Alter von, sag ich mal, 10 bis 13, 14 oder so sind, dann
ist das nicht für alle. Ja, das spricht natürlich nicht für jeden in dem Alter, aber manche können dann das nicht richtig differenzieren. Und da kommt es dann zu falschen Verhaltensweisen, falschen Denkweisen und gerade auch, dass Fans so richtig fast schon zombiehaft eben ihren Idolen hinterherlaufen. Und ich möchte das für mich nicht. Also ich bin, wenn ihr mich irgendwo seht, ich fühle mich nicht gut, wenn irgendjemand anfängt hysterisch zu werden und zu kreischen oder was auch immer. Ich bin das, also ich möchte nicht ein Justin Bieber eben zum Beispiel sein, der das vielleicht sogar auch gar nicht möchte, der auf dem Konzert steht und da kreischende Mädels in der ersten Reihe überall sind und den anhimmeln. Leute, ich bin ganz normal hier, ich stehe hier, ich bin ein 20-jähriger Typ, der einfach nur verdammt viel Glück gehabt hat und jetzt dadurch das hier seinen Job nennen kann. Also vielleicht nicht unbedingt dieses Video hier, aber die Reisevlogs, die ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe oder auch die Let's Plays, wo ich, das ist einfach mega cool, solche Videos zu machen, wo man Spaß dran hat, die ins Internet zu stellen und tausende Kommentare darunter unter jedes Video zu bekommen, die halt zum allergrößten Teil richtig positiv sind und man da so tolles Feedback bekommt. Das ist Wahnsinn. Das freut mich extrem und da bin ich euch extrem dankbar für. Trotzdem finde ich diesen Hund hier ziemlich, ziemlich cool. Ich wäre jetzt gerade dieser Hund sehr, sehr gerne, der hier durchtobt. Stattdessen habe ich so eine mega schwere Kamera in meinen Händen. Ich muss mein Setup aber auch unbedingt noch mal ändern. Ich bin ein totaler Kamera-Freak. Ich kenne so alle möglichen Kameras, die es im Moment gibt, weil ich mich so viel informiere. Ich muss unbedingt mein Setup irgendwie noch mal ein bisschen halt ändern, noch mal verbessern. Ich bin da ja ständig irgendwie ein bisschen am Rumprobieren. Heute habe ich auch wieder verschiedenste Kameras im Einsatz, auch wenn ihr es vielleicht nicht gesehen habt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte aber unbedingt auf dieser Reise halt nochmal das Thema mit Zuschauern ansprechen und wie ich dazu stehe, weil es auch da viele Kontroversen immer wieder gibt, gerade in YouTube Deutschland unter den verschiedensten Leuten und wie damit umgegangen wird. Und ich möchte euch da eben auch einfach sagen, ganz ehrlich, dass ich fühle mich nicht wohl, wenn ich angesprochen werde in der Öffentlichkeit, in allermeisten Fällen. So, teilweise denkt man sich cool, wenn man sich manchmal kann man sich auch mit Leuten unterhalten und denkt sich, das ist auch wirklich halt die absolute Ausnahme und dann denkt man sich, boah, cool, dass ich mit dir gesprochen habe, das mal erfahren zu haben, was so deine Geschichte ist, was du an meinen Videos cool findest, wie du die gefunden hast überhaupt und so weiter. In allermeisten Fällen, gerade in Köln, wo es eben auch, sag ich mal, viele Fangruppen gibt. Ja, ich sag mal, es gibt vielleicht diesen vielleicht so 200 Leute, so diese Hardcore-Fans, deren Leben halt wirklich, denke ich mal, zum allergrößten Teil daraus besteht, irgendwelchen YouTubern zu folgen und auch zu verfolgen, extra nach Köln zu fahren, um die dort abzufangen. Und gerade solche Leute machen es einem sehr schwer, eben überhaupt noch in Köln sich so frei zu bewegen. Sonntagnachmittag irgendwo in den Park gehen kann man vergessen, in Köln leider, für einen YouTuber wie mich. Und da schränkt er natürlich ein und ich weiß, das ist eben ein Teil davon, dass ich ein solches Leben führe wie das, was ich hier eben führe. Ich habe viele Vorteile, ich kann solche Reisen hier machen und kann meinen Lebensunterhalt dadurch beziehen, dass ich solche Videos mache. Das ist der Wahnsinn und dann nehme ich gerne in Kauf, dass ich eben so am Sonntagnachmittag nicht in Köln mehr einfach rausgehen kann, ohne erkannt zu werden. Aber trotzdem kann ich es schade finden, würde ich mal sagen. Es ist fair, dass ich es schade finden kann, dass das so ist. Und ich hätte es halt gerne, dass es weniger krass so wäre. Ich brauche für mich auch die Perspektive, dass ich nicht für immer irgendwie erkannt werde. Ich möchte in 10 Jahren vielleicht mal ein normales Leben in Anführungszeichen führen. Das macht es für mich einfach, das ganze Leben, wie es jetzt ist im Moment, zu akzeptieren. Und das so irgendwie weiterführen zu können. Und jetzt mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, worüber ich alles schon geredet habe. Vielleicht mache ich nochmal ein ausführliches und vor allem vorbereitetes Video über dieses Thema, falls euch interessiert. Aber ich wollte euch einfach mal zu diesem Anlass jetzt eben, was sich ja spontan ergeben hat, mal meine Gedanken ein bisschen mit euch teilen. Jetzt geht's für uns nach Hause. Es ist schon spät in der Nacht, gleich Mitternacht wahrscheinlich hier. Noch fährt er hinten, aber die Achterbahn, Leute vergnügen sich. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video hier, auch wenn es teilweise ein bisschen ernster war. Mich interessiert aber sehr eure Meinung zu dem ganzen Thema. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen fundierter als ich darlegen. Falls ja, freue ich mich sehr, wenn ihr mir die unten rein in die Kommentare packt. Wenn euch das Video ansonsten irgendwie gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgens in einem hoffentlich normalen Vlog wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Das ist crazy. So, we're German YouTubers. So. Yeah, so yeah, yeah. I asked him, like, well, what's he filming for? He's like, yeah, I'm from Germany. Yeah. It's tight. You guys like it out here or what? Yeah, really. It's a crazy atmosphere, especially right there in Venice. Oh, they went to Venice. Everything went to Venice. Go for the night, yeah. It's dangerous in the night. Yeah. Stay away from the night. Especially carrying that thing. Yeah, you don't want to go out there like that. Yeah. That's cool, though, man. You guys have a good one there. Nice to meet you guys. Thank you. Bye-bye. Have a good one. Yeah,